Ja, der erste Unternehmensstandort, also wo will man dann wirklich später tätig werden? Was ist sozusagen da zu beachten? Darum ging es in diesem Skript. Das heißt, wir haben einen kleinen Ausgangsfall gehabt und auch typische Ausgangssituationen und dann natürlich auch die entsprechenden Standortwahlkriterien. Und rechtlich ist natürlich einiges hier betroffen, wie Mietrecht, Pachtrecht, Baurecht. Und was ich mit Ihnen kurz anschauen möchte, ist hier auch ein Geschäftsraum-Mietvertrag. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ausgehend hier sozusagen der erste Sachverhalt ist hier, gehören Sie zu denen, die es einfach drauf ankommen lassen, einfach in der Privatwohnung anfangen. In diesem Fall gab es hier einen Bundesgerichtshoffall und dort war die Beklagte, hatte von der Klägerin und zwar eine Zwei-Zimmer-Wohnung in F gemietet, die sie zusammen mit ihrem Kind bewohnte. Ja, also die Beklagten, zwei. Und da stand in Paragraph 1 des Mietvertrages, wie so oft, dass diese Anmietung zu Wohnzwecken erfolgte. Und in Paragraph 11 des Mietvertrags steht eben drin, der Mieter darf die Mietsache zu anderen als den in Paragraph 1 bestimmten Zwecken nur mit Einwilligung des Vermieters benutzen. Und was sind andere Zwecke? Zum Beispiel eben zu gewerblichen Zwecken. So, der Beklagte zu 1, der war allerdings selbstständiger Immobilienmakler. Und er hatte keine eigenen Geschäftsräume. Das haben viele Immobilienmakler nicht, weil die einfach sagen: Hier, Immobilienmakler, das ist doch, brauchen wir doch eigentlich gar nicht richtig irgendwas und brauchen noch keinen entsprechenden Platz. Und hat dann einfach dort angefangen. Genau, und das ist das Entscheidende, dass hier natürlich dann mit Schreiben vom 7. März hat die Klägerin den Beklagten unter anderem der Kündigung des Mietverhältnisses aufgefordert, die gewerbliche Nutzung zu unterlassen. Das ist also das Entsprechende und also das ist eben das Problem. Dann geht's los, 7. März haben die also dann wahrscheinlich nichts gemacht. Dann kam Anwaltsschreiben und dann haben die also die fristlose ordentliche Kündigung erklärt und dann noch die Räumung verlangt und dann auch noch Anwaltskosten hier wollten die auch noch haben. So, Kläger hat dann auf Räumung und Herausgabe der Wohnung und Ersatz der Anwaltskosten begehrt. Das sind die Anspruchsziele hier. Das Amtsgericht hat die Beklagten entsprechenden Anträgen verurteilt, also die wurden rausgeschmissen. Das Landgericht hat das abgeändert und hat gesagt, nein, geht doch nicht, Klage abgewiesen. Und jetzt vor dem Berufungsgericht zugelassene Revision, die sind also jetzt in der dritten Instanz, will die Klägerin, das heißt die Vermieterin, die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Warum des erstinstanzlichen Urteils? Naja, weil das erstinstanzliche Urteil für sie einfach gut war, ne? Da haben die also wirklich letztlich gesagt, gut, hier, so geht das nicht. Am erstinstanzlichen Urteil hat die Beklagten entsprechend den Anträgen der Klägerin verurteilt. Genau, also das passt ja, also du musst raus und musst die ganzen Kosten zahlen. So, was glauben Sie, ist bei der Klage der Vermieterin gegen den Immobilienmakler vor der letzten Instanz herausgekommen? Und deswegen, es geht hier um die Unternehmensstandortwahl. Das heißt, also kaum hat man sich selbstständig gemacht, geht es dann schon los. Da, wo Sie im Augenblick sind, können Sie eventuell nicht bleiben. Und wir haben hier mehrere Gerichtsurteile, also ein Immobilienmakler von heute. Dann gibt es auch manchmal so Musiklehrer, die in der Wohnung dann rumfiedeln. Oder hier haben welche pornografische Videoclips und Vermarktung aus der Wohnung herausgemacht und viele interessante andere Fälle mehr. Das heißt, wo ist die Grenze von erlaubten Arbeiten in der Privatwohnung und verbotener Tätigkeit? Und was ist, wenn Sie so einen gewerblichen Pachtvertrag vorgelegt bekommen? Oder vielleicht sogar etwas umbauen in ihrem Gebäude? Oder wie sieht es auch aus mit den Genehmigungen, die Sie einholen müssen? Also können Sie einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier so eine schöne Garage, da fange ich jetzt einfach mal an, einen Betrieb zu eröffnen. Auch die Frage, wenn Sie eine Immobilie kaufen, ist dieses Thema immer wieder sehr, sehr häufig. Das heißt, darf man in der gekauften Immobilie dann wirklich das machen, was man also gewerblich, was man gern möchte? Also hier geht man im Regelfall in so ein paar Schritten vor. Wir haben hier auch noch einen entsprechenden Gewerbemietvertrag. Den können wir auch mal gleich schon mal herholen. Genau. Mal schauen, ob der jetzt hier gleich erscheint. Komm. Genau, wird gerade hochgeladen hier. Genau, das heißt, im Internet gibt es ganz, ganz viele Mustermietverträge und immer schön aufpassen, denn diese Mustermietverträge haben, und das werden wir nächste Woche uns auch noch anschauen, natürlich immer ein bisschen Stallgeruch, ne? Das heißt, wenn Sie zur IHK gehen, dann will die natürlich für Ihre Unternehmer, die das jedes Jahr dort den IHK-Beitrag zahlen, natürlich beim Muster eines Geschäftsmietraumvertrages besonders die Unternehmer schützen. Und das heißt, dieses Ding ist also im Zweifel vermieterfreundlich. Aber gucken wir uns dann auch nochmal an. Aber hier haben wir zum Beispiel auch so eine Sache: Die Vermietung erfolgt ausschließlich zur Nutzung als und eine genaue Beschreibung des Nutzungszwecks. Es ist schon ein Geschäftsraummietvertrag. Aber das Wichtige ist,
Hier ist eben kein Wohnungsmietvertrag. Ein Punkt ist auch noch sehr, sehr wichtig. Im Gewerberaummietrecht haben Sie keinerlei sozialen Schutz, also da können Sie jederzeit rausgeschmissen werden. Im Wohnungsmietrecht haben Sie sozialen Schutz, ne? Also Sie müssen sehr auch ein bisschen aufpassen. Diese Mietverträge haben im Regelfall auch noch ganz andere Klauseln als zum Beispiel die privaten Wohnungsmietverträge. Also hier geht es zum Beispiel um Ausstattung der Mieträume und Rückbauverpflichtungen und so, weil man eben davon ausgeht, dass Sie dort also irgendwelche Einbauten machen, bevor Sie es also wirklich nutzen können. Also, das wird also wichtig, wenn Sie solche entsprechenden Fälle, also wenn Sie zum Beispiel in einem entsprechenden Ladenlokal sich einmieten. Gut, wenn wir weitergehen, genau, hier haben wir das Muster auch nochmal, auch Mietzwecke hier und so, genau. Nun zunächst mal, wichtig ist bei den Betriebswirten immer, und das möchte ich auch noch betriebswirtschaftlich hier vorne nochmal darauf hinweisen, wir haben natürlich verschiedene Standortwahlkriterien. Wobei man natürlich unterscheiden muss auch noch, was für ein Unternehmen sie haben. Und hier habe ich Ihnen mal das Beispiel von, zum Beispiel von Apple gemacht. Irland gewährt Apple zum Beispiel sehr hohe steuerliche Vorzugsbehandlung. Und deswegen hat Apple natürlich seine ganzen Sachen dort hin verlagert. Also Sie haben das vielleicht in den letzten Jahren schon gehört. Also den sogenannten Double Irish with a Dutch Sandwich. Also zwei irische und eine niederländische Gesellschaft werden dabei eingesetzt. Das heißt, Patente und Markenrechte werden dort abgelegt, wo sie niedrig besteuert werden, also hier in den Niederlanden. Die anderen irischen Landesgesellschaften müssen hohe Lizenzgebühren bezahlen und am Schluss landet das Geld zum Beispiel auf den Bahamas, wo es auch nicht versteuert wird. Also nach irischem Recht ist das auch legal oder war es legal, dass Apple vom irischen Staat darüber hinaus in 11 Jahren 13 Milliarden Euro Steuerermäßigung bekommen hat. Interessant, warum eigentlich? Und weil andere Unternehmen diese Ermäßigung aber nicht bekommen haben, hat die EU-Kommission in den letzten Jahren eine unzulässige Beihilfe gesehen und hat verlangt, dass das ganze Geld wieder zurückgezahlt wird. Also, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass an den Standortwahlkriterien hängen manchmal auch steuerrechtliche Kriterien dran. Nun muss man immer noch natürlich gucken, wenn Sie den Ort angucken, müssen Sie unterscheiden auch noch von den rechtlichen Konstruktionen. Ist es ein gemieteter Ort? Ist es ein gepachteter? Haben Sie dort was umgebaut oder gebaut? Haben Sie es gekauft? Also je nachdem haben wir dort unterschiedliche Fragen. 10 Schritte, wie man zum richtigen Standort kommt. Und das heißt zunächst mal natürlich die Frage, welchen Standort? Dann wollen Sie mieten. Was für eine Miete ist das, gewerblich oder privat? Wollen Sie pachten? Wollen Sie bauen? Brauchen Sie Einzelleistung? Gibt es dort vielleicht auch einen Kaufvertrag? Und haben Sie bürgerliche Vorgaben einzuhalten? Auch wettbewerbsrechtliche Sachen spielen eine Rolle. Nämlich zum Beispiel aus Gründen des Wettbewerbsrechts, wie Sie ja gerade auch gesehen haben, war das wettbewerbswidrig, dass man dort einen Vorteil bekommen hat. Und natürlich auch steuerliche Kriterien. Das sind sozusagen die Grobkriterien. Wichtig ist bei den Standortfaktoren, das sind jetzt relativ weiche Kriterien, kommt von den Betriebswirten. Und dort haben wir also harte, weiche Standortfaktoren. Der Standortbegriff ist letztlich sozusagen der Betrieb, wo Sie Ihren Ort haben. Und das ist ein bisschen unterschiedlich natürlich. Je nachdem, was Sie machen, ist der Ort besonders wichtig. Also bei der Online-Industrie ist es fast egal, wo Sie sind. Hauptsache, Sie haben gutes Internet. Bei der Nahrungsmittelindustrie und Holzindustrie müssen Sie dann natürlich nah an den Rohstoffquellen sein und den Beschaffungsmärkten, weil die Holzindustrie, die ist immer da, wo die Holz eingeschlagen wird. Weil wenn das Holz zu lange transportiert wird, wird es schlecht, kostet zu viel und damit sind Ihre Preise kaputt. Bei der Textilindustrie, Feinmechanik und Optikindustrie, da brauchen Sie Arbeitskräfte. Und bei der chemischen Industrie, da brauchen Sie ein Ansiedlungsgelände, Bauindustrie, chemische Industrie, wenn das so stinkt, na, dann haben wir natürlich ein Problem, dass die ganzen Nachbarn sich beschweren. Also, das sind sozusagen die harten Fragen bei der Standortwahl. Und das Ganze wandelt sich auch immer wieder perfekt. Also das heißt, heute aktualisiertes Wissen wird heute ganz hoch bewertet. Also Arbeitskräfte ist ganz, ganz wichtig. Und hier Industry grows, but seldom moves, das war der früher geltende Grundsatz. Also wenn irgendwo eine Industrie war, dann blieb die immer dort. Das gilt nicht mehr, ne? Weil die Kosten mit Transport ist stark gesunken und das Materialgewicht ist niedriger geworden. Also auch die Miniaturisierung macht die Unternehmer unabhängiger von bestimmten Standorten. Also es ist so richtig, da ist in den letzten Jahren viel, viel passiert. Deswegen, bei harten Standortfaktoren muss man mal gucken, wie sieht die Infrastruktur aus, also Bildungseinrichtung, Kommunikation, wie sieht der Verkehr aus, Nähe zu Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Flächenverfügbarkeit und so weiter, also auch Stabilität, das sind so Leitkriterien.
Dann gibt es Weiche natürlich, so wie ist die Mentalität vor Ort, welche Vorlieben gibt es, Bindung an den Heimatraum und so. Ja, wenn Sie dann zum Beispiel erfahren, dass die Mangerie-Kirschen, die werden gar nicht hergestellt in Italien, sondern die meisten Mangerie-Kirschen kommen aus Deutschland, die Kirschen, oder dass die Mandeln von Ferrero kommen gar nicht aus Italien, sondern die kommen alle aus der Türkei, dann sagen manche auch, das kaufe ich nicht mehr, ne? Wenn Sie eine Standortwahl machen, dann gibt es die verschiedensten Methoden. Zum Beispiel gibt es eine Punktemethode, dass Sie sagen, okay, Punkt 1, also X, Y, Z, also drei verschiedene Standorte. Und dann haben Sie bestimmte Faktoren, die Sie gewichten müssen. Sagen wir zum Beispiel Betriebsraum und Mitarbeiterpotenzial. Und je nachdem, wie gut Mitarbeiterpotenzial da ist oder auch Betriebsraum, hat dann der eine Standort einen Punkt oder hier genau einen Punkt. Und je nachdem, was für eine Gewertung ist, bekommen Sie dann auf entsprechende Ziffern. Ne? Das ist diese Nutzwertanalyse. Genau, es gibt also verschiedene Methoden. Wenn Sie das interessiert, können Sie da auch noch einiges hier noch weiter nachlesen. Natürlich, virtuelle Standorte sehen Sie heute. Also virtuelle Standort heißt einfach, dass Sie zum Beispiel Internetfirma haben. Dann brauchen Sie leicht zu merkende Domain. Sie brauchen guten Hosting, gute IT-Sicherheit und so weiter. Das sind sozusagen die weichen Standortfaktoren. Gucken wir jetzt ins Recht wieder zurück, ist bei uns natürlich die Frage mit dem Immobilienbüro, welche Rechtsgebiete spielen hier eine Rolle? Da wir es, dass hier um eine Mietwohnung geht, haben wir jetzt hier mit Mietrecht zu tun. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich Ihnen natürlich auch noch Fälle zeigen, wo es um gepachtete Sachen geht oder gebaute Sachen, aber wir machen hier Schwerpunkt Mietrecht. Das heißt, es geht hier um Mietrecht in Paragraphen 535. In diesem Paragraph geht es letztlich darum, dass Sie für eine gewisse Zeit, so steht es hier drin, durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Also Sie sind nicht Eigentümer, dürfen da nicht alles machen, sondern nur eine bestimmte Zeit. Was muss der Mieter dann im Gegensatz dazu machen? Der Mieter muss die vereinbarte Miete zahlen. Also so ist das im Gesetz also ganz eindeutig geregelt. Wenn Sie etwas pachten würden, denn Pacht- und Mietrecht ist der Unterschied, dass Sie bei einem Pacht letztlich noch besondere Gegenstände dazukriegen, zum Beispiel Zapfanlagen werden mitgepachtet, Mobiliar in einer Gaststätte. Ja, das sind also so typische Pachtdinge. Und da braucht man natürlich noch weitere Regelungen im Pachtvertrag. Was passiert denn mit diesen Gegenständen? Wer hält die denn letztlich instand und so? Beim Baurecht ging es darum, dass Sie also zum Beispiel etwas Bauliches verändern in einem Unternehmensstandort, dann hätten wir den Paragraphen 631. Wenn Sie eine Immobilie kaufen, haben wir die Paragraphen 433. Und natürlich haben wir alles jetzt immer durch öffentliche Genehmigung, wie zum Beispiel des Baugesetzbuches, denn Sie dürfen nicht einfach dort alles umbauen oder so. Sogar die Außenwerbung, zum Beispiel Hinweisschilder auf den Betrieb werden von zum Beispiel der sächsischen Bauordnung erfasst, wo dann also drin steht, wie groß dürfen diese Schilder sein. Also Sie merken, dieses Thema hat also weitreichende Auswirkungen. Wir gucken mal kurz rein in das sächsische Bauordnung, Paragraph 10. Mal sehen, ob der Link noch passt. Genau. Anlagen der Außenwerbung, also Werbeanlagen, sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweise auf Gewerbe oder Beruf dienen. Also Schilder, Beschriftung, Bemalung und so. Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen. Das heißt, Sie brauchen für solche Werbeanlagen, wenn die entsprechend groß sind, brauchen Sie eine Baugenehmigung. Also zum Beispiel so für große Werbeschilder, die eine bauliche Anlage sind, und zwar ortsfest. Ja, da brauchen Sie Baugenehmigung für. Und außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig. Deswegen sieht Deutschland so aus, wie es aussieht. Wir haben halt keine großen Werbeplakate kilometerweit bei uns, weil das will man einfach bei uns nicht. Ne? Deswegen sieht Deutschland so aus. Gehen Sie mal in andere Länder, Amerika oder so, da haben Sie an den Autobahnen ja kilometerlang Werbeplakate. Warum haben wir die in Deutschland nicht? Weil das einfach unzulässig ist, weil das stört bei uns das Zusammenleben. Amerika ist auch ein bisschen größer, ne? Also da fällt das nicht so leicht auf. Da finden Sie es gerade mal schön, dass da noch was steht. Genau, also Sie sehen, alles das, was wir hier gewerblich machen, ist dann entsprechend auch hier auch eingeschränkt und hat immer also irgendwelche Gesetze. Genau, im Gewerberaum-Mietvertrag haben wir uns gerade schon angeschaut. Der hat besondere Vorschriften im Gegensatz zu dem nur privaten Wohnmietraum. Zum Beispiel haben wir hier Instandhaltungspflichten, Untervermietung, hier zum Beispiel Außenreklame, das ist etwas.
oder auch Wettbewerbsschutz, ja. Dass also, wenn Sie was mieten, dass dort nicht in dem, wenn Sie sich einmieten in irgendeine, was nehmen wir mal, in eine Mall, also in irgendeine entsprechendes Fußgängerpassage oder irgend sowas, dass dann nicht der Vermieter dieser Fußgängerpassage oder dieses, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dieses also Geschäftshaus oder so, dass dann nicht 30 Friseure dort drin sind und sie keine Kunden mehr bekommen. Ne? Also das steht zum Beispiel in diesen entsprechenden Pacht- und Mietverträgen drin. Genau, bei diesen Gewerberaum-Mietverträgen muss man ein bisschen aufpassen. Sie haben, wie gesagt, keinen sozialen Kündigungsschutz gegenüber den privaten Wohnräumen, wo sie natürlich sehr schwer nur rausgekündigt werden können. Genau, wir haben hier so ein paar Muster gehabt. Gut, das heißt, Sie haben jetzt hier ein paar Beispiele von entsprechenden Gewerberaum-Mietverträgen. Und ganz am Anfang, und das gilt für alle Verträge, und wir werden ja nächste Woche auch noch Verträge anschauen, sollte der Vertragsgegenstand genau definiert sein. Also was haben Sie hier? Keller, Dach, Boden, die Mietfläche, alles muss genau drin sein. Und wie viele Schlüssel Sie haben. Also ganz, ganz wichtig, möglichst exakt. Dann natürlich auch die Frage, wer versichert was? Manchmal ist es nämlich so, dass Sie was vermitteln als Mieter und der Vermieter hat es auch versichert. Hatte ich auch mal in einem Fall. Ganz blöd, haben wir doppelt gezahlt und letztlich ist nichts passiert. Versicherung doppelt abkassiert. Ne? Also das soll vermieden werden. In solchen Verträgen steht natürlich auch der Mietzweck drin und der sollte möglichst genau beschrieben werden. Und ein vertragswidriger Gebrauch, zum Beispiel durch Existenzgründung in einer Privatwohnung, führt nicht in jedem Fall zu einer Kündigung. Das ist also Paragraph 573, sondern man muss also hier wirklich gucken, genau die einzelnen Fälle. Und das heißt, hier haben wir es ausnahmsweise und zwar nicht ohne Erlaubnis zu duldende gewerbliche Nutzung. Und das sind jetzt hier die Kriterien. Die sind die wichtigsten, auch die in dem Fall anzuschauen war. Und zwar, von dem bei Einmietung einer Wohnung zumindest stillschweigend vereinbarten Vertragszweck Wohnen ist auch eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit umfasst, wenn es sich um eine gewerbliche Mitbenutzung handelt. Und die Wohnnutzung überwiegt. Also muss man auch mal gucken, wie viele Sachen werden da jetzt wirklich gewohnt und wie viel wird da wirklich gewerblich gemacht. Das macht man meistens anhand von Stunden, macht man das dann aus. Wie viele Stunden gewohnt und wie viele Stunden arbeitet man und wie viele Stunden wohnt man da drin. Dann ist die zweite Sache, wie ist die Mietsache, wird dadurch, leidet die dadurch? Ja, also wenn er nur gewohnt wird oder wenn er dauernd die Laute durchgehen, dann gehen natürlich auch die Böden schneller kaputt, die Türen werden mehr aufgemacht und so. Dann, wie sieht es aus? Haben wir dann noch andere Mieter, die auch noch in der Wohnung sind? Dann, wie sieht es aus? Schriftstellerische, wissenschaftliche Tätigkeiten, gelingende Büroarbeiten, das ist immer zulässig. Unterrichtsvorbereitung zum Beispiel eines Lehrers oder Telearbeit eines Angestellten oder schriftliche Tätigkeit. Also, das ist wichtig. Das waren sozusagen lauter intern passierende Sachen. Wir haben aber nach dem Bundesgerichtshof Rechtsprechung auch noch Außenkriterien, nämlich wenn Sie Außenwirkung haben, eine Tätigkeit dort und wenn Sie Laufkundschaft anziehen oder wenn Sie auch Angestellte haben, die dauernd da rein und rausgehen. Das führt also auch dazu, dass mehr noch nach außen hin das gesamte, sozusagen das Auftreten ihrer gewerblichen Tätigkeit einfach sehr, sehr viel höher ist. Und deswegen ist das nicht so, wird es sozusagen nicht so gerne gesehen, beziehungsweise manchmal ist es auch verboten. Der Vermieter muss die Erlaubnis zur teilgewerblichen Nutzung geben, wenn es sich um eine Tätigkeit ohne Mitarbeiter handelt, ohne Kundenverkehr oder nicht ins Gewicht fallend. Und gerade in der Existenzgründungsphase, wenn Sie noch gerade so klein anfangen, dann kann es natürlich so sein, dass hier Sie dürfen also zu Hause durchaus anfangen, kann man mal so Daumenregel sagen. Aber es ist Sache dann des Mieters nachzuweisen, dass Sie keine Mitarbeiter haben und dass die anderen dadurch nicht gestört werden. Also das sind schon mal die hauptsächlichen Kriterien. Ja, was Sie denn sonst in diesen Gewerberaum-Mietverträgen noch drin finden, ich gebe Ihnen hier einen kurzen Überblick, also zum Beispiel, in welchem Zustand die Räume waren und wie sie hinterher wieder zu überlassen sind. Bitte machen Sie immer ein Abnahmeprotokoll. Das sage ich sowohl zu den Vermietern als auch zu den Mietern. Also heutzutage macht man das alles schön mit Kamera, wird aufgenommen und so und dann wird jede kleine Macke im Boden oder so, können Sie sagen, die war schon. Und wenn Sie dann ausziehen, sagt der Vermieter, ja, oder ist eine Macke im Boden, dann können Sie sagen, war schon, können Sie sich hier anschauen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Sie sehen hier im Skript habe ich immer so ein bisschen vermieterfreundliche und mieterfreundliche Seiten gezeigt. Der Mieter übernimmt die Wohnung im renovierungsbedürftigen Zustand, ist natürlich vermieterfreundlich, spart er sich Geld.
Oder der Mieter übernimmt die Räume in nicht renovierungsbedürftigem Zustand, also alles schon gemacht. Meistens muss er dann einmal mehr Miete zahlen. Ne? In solchen Gewerberaum-Mietverträgen finden wir dann noch Regeln, natürlich über die Mietzeit. Dort sind verschiedene Varianten in der Praxis immer wichtig. Ne, wenn Sie sich vorstellen, sind gerade Existenzgründer und mieten sich halt etwas, müssen Sie dann überlegen, läuft das Geschäft gut, dann möchte ich natürlich da drin bleiben. Läuft es nicht gut, möchte ich so schnell wie möglich wieder raus. Also Sie als Unternehmer, als Existenzgründer wollen meistens ein befristetes Mietverhältnis, das automatisch endet, ohne dass einer Kündigung bedarf. Und dann eine Verlängerungsoption, dass Sie ja immer wieder verlängern können. Und dann sagen, okay, es läuft gut, dann bleibe ich dort. Kunden kennen mich inzwischen auch. Oder Sie machen ein unbefristetes Mietverhältnis, müssen aber dann immer mit irgendeiner Kündigungsfrist kündigen und laufen dann Gefahr, dass Sie schon gar keine Kunden mehr haben und immer noch im Mietverhältnis drin hängen. Ne? Also da muss man dann ein bisschen schauen. Fristlose Kündigungsgründe sind im Gesetz angegeben, aber auch hier zum Beispiel ist es üblich, wenn Sie 2 Monate Miete nicht zahlen, dann kann man ihn kündigen. Ja, deswegen, das ist das eine. Allerdings auch, wenn Sie trotz Mahnung das Objekt vertragswidrig nutzen, zum Beispiel nicht zu dem Zweck, was Sie angegeben haben. Ne? Also kann sein, dass Sie sagen, ja, ich wollte hier eine Kosmetik reinmachen. Und so sagt der Vermieter, gut, prima, wir haben hier in diesem Geschäftshaus schon mehrere Friseure und andere kosmetische, also Friseure, aber noch keine Kosmetik. Und dann sagen Sie, okay, ich mache Kosmetik, gehen dort rein und dann am nächsten Tag sagen Sie, das machen Sie noch einen Friseur. Gefällt ihm natürlich nicht, weil das hat Auswirkungen auf die anderen Mieter im Haus, die ihm dann wieder auf die Füße steigen und sagen, wir machen hier, reduzieren die Miete, weil du hast uns hier die Konkurrenz reingeholt. Also auch da könnte ein fristloser Kündigungsgrund entstehen. Was steht sonst noch in solchen Mietverträgen? Natürlich der Mietzins, so eine Netto-Grundmiete. Und dann haben wir Nebenabgaben. Im privaten Bereich haben Sie die Betriebskostenabrechnung. Im gewerblichen Bereich gilt die grundsätzlich nicht. Das heißt, Sie müssen die hier extra vereinbaren. Also hier zum Beispiel Betriebskosten entsprechend Heizkostenverordnung. Ne? Da ist dann alles aufgefüllt. Was steht noch in solchen Verträgen drin? Natürlich, wie der Mietzins angepasst werden kann. Zum Beispiel, wenn die Statistik nach oben geht mit solchen Verbraucherindexen, Indizes. Oder Sie haben Themen wie Mietkaution, wie die angelegt werden muss. Oder auch, was ist bei baulichen Veränderungen? Das und da verrät jetzt hier Ihr IHK-Vertrag sein Herr, sein Geschäft. Und das heißt, nur immer nach Zustimmung. Das heißt, der Mieter darf nur was verändern mit Zustimmung des Vermieters. Sehen Sie, und das heißt, Sie hängen dann ab, ob der Ja sagt oder Nein. Deswegen, da sehen Sie schon, das ist eine sehr vermieterfreundliche Sache. Außerdem hat der Vermieter Betretungsrecht, er kann sich das angucken. In privaten Wohnungen wäre das gar nicht möglich. Es ist also jedenfalls nicht so ohne weiteres, dass der Vermieter einfach reinkommt. Hier geht das. Auch so Instandhaltungssachen, Sie kennen das aus dem privaten Wohnungsraum, das sind hier so Schönheitsreparaturen. Das ist natürlich hier ein bisschen anders geregelt. Also kann man auch völlig anders machen, ne? Dass zum Beispiel der Mieter sich erklärt, bis zum bestimmten Betrag pro Einzelfall das zu übernehmen. Das ist im privaten Wohnungsmietraum ganz streng geregelt. Im gewerblichen gibt es keinen Schutz. Können Sie alles vereinbaren, was Sie letztlich möchten. Ja, und natürlich Thema Untervermietung, nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters, also auch wieder sehr vermieterfreundlich. Dann haben wir noch Regelungen zur Außenreklame oder auch zu den Sachen des Mieters. An den Sachen des Mieters hat der Vermieter nämlich ein Pfandrecht. Wenn Sie die Miete nicht zahlen, kann er sozusagen ihn hier, ne, hat er sozusagen die Möglichkeit, Ihnen, steht jetzt hier gar nicht drin, aber im Gesetz steht es drin, kann er die Sachen zurückbehalten. Also wenn Sie schon weg sind, die Miete nicht mehr zahlen können oder so, dann sagt er, okay, aber deine ganzen Sachen, die behalten hier, die bleiben hier. Ne? Wettbewerbsschutz ist natürlich auch wichtig. Der Vermieter verpflichtet sich während der Mietzeit weder auf dem Mietgrundstück noch auf irgendwelchen Nachbargrundstücken irgendwas. Gesetzliche gewerbliche Räume an einen Mitbewerber des Mieters zu vermieten. Also nicht, dass sie dann lauter Konkurrenten nebenan haben und dann die Miete gar nicht erarbeiten können, hatten wir uns gerade eben schon angeschaut. Gut, besondere Vereinbarung, Gerichtsstand, sonstige, das ist üblich in solchen Verträgen immer. Auch gerne noch eine Schiedsgerichtsklausel oder eine Mediationsklausel. Sie haben jetzt also hier mal so einen Pacht- bzw. Gewerberaum-Mietvertrag mal gesehen und ich habe so ein paar Sachen besonders hervorgehoben, die mir halt besonders wichtig waren. Gut, bei den Vorschriften sind wir ja hauptsächlich im Mietrecht 535 oder Pachtrecht 581. Wir haben hier aber auch mit öffentlichem Recht zu tun, denn zum Beispiel nach der Baunutzungsverordnung, und deswegen sieht Deutschland so aus, wie es aussieht,
Nach der Baunutzungsverordnung haben wir eine genaue Regelung in Deutschland, wer wie wo was bauen darf. Und deswegen sieht ja eben auch Deutschland so aus, weil wir hier weitestgehend zum Beispiel im Außenbereich, also alles, was außerhalb der Bebauung, was schon bebaut ist, steht, der muss frei bleiben. Der Außenbereich muss frei bleiben. Das heißt, wir haben keine zersiedelten Landschaften, da ein Haus, da was, wo da irgendwie eine Kläranlage gebaut werden muss, damit die ordentlich klären und da Strommasten weit, kilometerweit gezogen werden. Das wollen wir in Deutschland nicht. Die anderen Länder angucken, die haben nicht so strenge Baugesetze und das heißt, die sehen dann eben auch total zersiedelt aus. Wir wollen alles kompakt zusammen, damit wir nämlich, so war es früher, in den Außenbereichen Landwirtschaft machen können und damit die Landwirtschaftsfläche nicht eben mit lauter kleinen Häusern und so zerstückelt wird und wichtig auch noch mit den Straßen dorthin, die nehmen natürlich, fressen auch viel Land weg. Das war ist das in Deutschland sehr wichtig. Deswegen gibt es die sogenannte Baunutzungsverordnung und das heißt, wir haben unterschiedliche Arten von Bebauungen und das heißt zum Beispiel Wohnbauflächen, gemischte, gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen. Und dann können Sie Baugebiete Bebauungsplänen, werden die dann auch noch aufgeteilt nach Kleinsiedlungsgebieten und Dorfgebieten und was weiß ich, Gewerbegebiete, GE. Ja, das Besondere ist jetzt, dass in diesen, je nachdem, was Sie für ein Gebiet haben, ich zeige Ihnen, mache es Ihnen hier mal in kleinen Beispielen. Wenn Sie in einem bestimmten, zum Beispiel in einem reinen Wohngebiet sind, die dienen nur zum Wohnen und da sind nur bestimmte Gebäude drin zulässig, zum Beispiel Wohngebäude oder Anlagen zur Kinderbetreuung. Wenn Sie wohnen, wollen Sie die Kinder nicht kilometerlang zum irgendwo hinfahren. Ausnahmsweise können zugelassen werden Läden und nicht störende Handwerksbetriebe. Und da haben Sie das entsprechende Wort störend. Daran sehen Sie also alles, was zum täglichen Bedarf ist. Das darf dort rein, aber sonstige Anlagen, noch ein bisschen so kirchliches, kulturelles, aber ein Immobilienmakler ist so eine Frage. Ja gut, es kann zugelassen werden, aber das müssen dann die entsprechenden Gemeinden machen. Also allgemeine Wohngebiete, dort kann man Schank- und Speisewirtschaften machen und so weiter. Also Sie sehen, Deutschland ist genauestens organisiert. Es gibt auch sogenannte Wohnraumschutzgesetze, zum Beispiel ein Beispiel aus Hamburg. Und dort steht zum Beispiel drin, dass manchmal Wohnraum nicht zweckentfremdet werden darf. Also ein weiteres öffentliches Gesetz, das sagt, nee, also wenn das Wohnraum ist, darf dort nur gewohnt werden. Und wenn du da gewerblich was mit drin machst, dann werden wir das kontrollieren. Es gibt in manchen Gebieten so die 50%-Regel. Und das heißt, dass dort nur bis zu 50% der Wohnungen gewerblich genutzt werden dürfen. Das heißt, manchmal muss ein Vermieter sagen, du höre auf mit deiner gewerblichen Nutzung, weil wir sind über 50%, sonst steckt mir die Behörde aufs Dach und dann gibt es Bußgelder. Also manchmal dürfen die ihn gar nicht dort etwas zulassen. Genau, und da haben Sie schon gesehen, wenn wir hier alles hier haben und wir haben hier unter anderem auch die Bauordnungsämter, die hier eine besondere Rolle spielen und die Ihnen dann zum Beispiel ein Bußgeld bei Verstoß gegen öffentliche Bauvorschriften auflasten bis zu 50.000 Euro. Hier in Hamburg. Und wie gesagt, hier gibt es diese 50%-Regel, dass nicht mehr als die halbe Anzahl der Wohnungen, nicht mehr als 50% der Wohnflächen in einem bestimmten Gebiet zum Beispiel, darf eben freiberuflich oder gewerblich tätig sein. Bei den Checklisten achten Sie bitte darauf, dass wir hier immer die BGH-Rechtsprechung abchecken. Also wir haben hier natürlich eine allgemeine Checkliste, wie man allgemeinen Standort bewertet, aber Sie gucken dann bitte an, bei den Checklisten hauptsächlich, welche Kriterien spielen eine Rolle, wenn man entsprechend, zum Beispiel in einer Maklerwohnung, und das sind wir gleich der Übergang zu unserem Fall, wenn man in einer Maklerwohnung, wenn man in einer Privatwohnung Maklertätigkeit macht. Genau, zum Schluss noch ein paar Fundstellen und das soll es dann auch gewesen sein, wo Sie also entsprechende Klauseln finden. Und für unsere Klausur war zum Beispiel, oder für unsere Fallstudie war zum Beispiel wichtig hier, dass wir vermieterfreundliche Regelungen haben, dass hier zum Beispiel nur ausschließlich zu Wohnzwecken etwas vermietet wird und der Mieter darf nur zu Wohnzwecken das nutzen und sonst muss eine schriftliche vorige Zustimmung ist uns erforderlich, wenn der Mieter die Mietsache zu anderen nutzen möchte. Und hier haben wir noch was, auch hier der immer vorige Zustimmungsbedürfnis. Oder auch hier nur mit Einwilligung des Vermieters. Mieterfreundlich wäre dann, wenn man gleich reinschreibt,
ist genehmigungspflichtig, wenn, und dann schreiben Sie hier rein, nur dann, wenn erhebliche Interessen des Nachbarn oder des Vermieters berührt werden. Ja, wann das ist, weiß man nicht, also sehr, sehr schwammig. Telearbeit sind ohne Genehmigung zulässig und nicht störende Betätigung. Also das ist sehr mieterfreundlich, weil da kann man dann schon was drin machen. Und deswegen in unserem Fall mit dem Immobilienmakler wäre das natürlich schön gewesen. Wir haben hier auch noch eine Musterformulierung, wenn es zum Beispiel um einen Antrag auf Zustimmung geht. Also der Mieter sagt, ich möchte gerne, und Sie sehen hier nochmal genau den Aufbau, also Absender, der Empfänger, und dann Betreffzeile, dann ich bin Mieter und wohne längere Zeit schon bei Ihnen und ich zeige Ihnen hiermit Online-Business an und ich bitte Sie um Zustimmung. Also es hat verschiedene Abschnitte hier, so ein Forderungsschreiben. Und Sie haben in Paragraph 10 hier eine Zustimmungserfordernis. Und dann sagen Sie, ich bin aber ein sogenanntes stilles Gewerbe. Ja, nicht wie stille, so ähnlich wie stilles Wasser. Das heißt, es kommen keine Umbaumaßnahmen, Anbau, Einbauten. Ich habe keine Belästigung für Mitmieter. Und deswegen wäre es sehr freundlich, wenn Sie mir innerhalb der nächsten 2 Wochen die Zustimmung erteilen können. Und dass ich auch im Briefkastenschild unten einen Zusatz machen kann. Ne? Das wäre zum Beispiel ein Antrag auf Zustimmung. Gehen wir auf die Vermieterseite. Der Vermieter kann natürlich sagen, nee, lehne ich ab. Und dort haben wir auch wieder die notwendigen Angaben und Musterformulierung wäre dann, ne, Sie sind länger Mieter hier und ich habe durch Mitbieter erfahren, dass Sie hier Kunden empfangen haben, das geht gar nicht. Oder genau, zu den bisherigen Mietkonditionen geht es nicht. Können Sie auch sagen, okay, Sie möchten mehr Geld haben. Oder Sie haben Mitarbeiter drin oder Mitmieter fühlen sich beeinträchtigt oder Sie haben eine bauliche Veränderung gemacht. Und da brauchen Sie erstmal einen Statiker, der erstmal gucken muss, ob Sie das da oben wirklich alles so zuknallen dürfen mit den ganzen Büromöbeln und so. Oder zum Beispiel auch, dass die 50%-Grenze freiberuflicher Tätigkeit in einem Wohngebiet überschritten ist und so weiter. Ja, dann sagen Sie, bitte unterlass das und wenn du das nicht machst, dann gibt es fristlose Kündigung und die Bußgelder musst du mir dann auch bezahlen. Also Sie sehen, auch hier sind wieder entsprechende Forderungsschreiben. Muster habe ich Ihnen hier gegeben. Gut, danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Das war kurz ein Überblick über das Gebiet.